Sie sind hier, 24. September 2018, 14.32 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Mario Götze findet sich bei Borussia Dortmund des Öfteren auf der Bank. Wieder Urheberrecht Getty Images. Gegen Hoffenheim stand Mario Götze nicht im Kader des BVB. Im Heimspiel gegen Nürnberg schließt Coach Lucien Favre eine Rückkehr nicht aus. Lucien Favre hat vor dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg am Mittwoch eine Rückkehr von Mario Götze in den Kader von Borussia Dortmund offen gelassen. Es liegt am Gegner und am System, ob er dabei ist oder nicht, sagte der 60-Jährige am Montag. Bundesliga, Borussia Dortmund 1. FC Nürnberg ab 20.30 Uhr im Live-Ticker. Der Schweizer ist nach wie vor genervt von den Fragen zum 2014 Weltmeister und bezeichnete diese wiederholt als respektlos gegenüber den anderen Spielern im BVB-Kader. Die Reise zum Spiel bei der TSG Hoffenheim am vergangenen Wochenende 1:1 hatte Götze nicht mit angetreten. In der laufenden Bundesliga-Saison hat der 26-Jährige noch gar nicht gespielt. Favre mit Respekt vor Nürnberg, vor den Franken, die am vergangenen Spieltag gegen Hannover 96 im vierten Spiel den ersten Saisonsieg 2:0 eingefahren hatten, hat Favre großen Respekt, sie sind sehr athletisch, sie haben sehr viel Power. Sie spielen sehr schnell über die Seite. Wir müssen eine sehr, sehr gute Leistung bringen, wenn wir gewinnen wollen. Wer für den gesperrten Innenverteidiger Abdou Diallo, rote Karte in Hoffenheim, in die Startelf rücken könnte, weiß der BVB-Coach indes noch nicht. Ömer Toprak sei wegen seines Muskelfaserrisses noch keine Option, sagte Favre.